Codcast, der Meeresangler-Podcast. Alles rund um das Ostseeangeln hier vor Mommark, Interviews, Ködertipps und vieles mehr. Mein Name ist Mats Kort und viel Spaß beim Zuhören. Eine Schande, dass wir nicht zu sehen sind. Ne? Normal müssten wir ins Fernsehen, ne? Ja, total. Wir sind ja alles andere als Radiogesichter, ne? Genau, genau. Heute geht es um das Thema Pilger oder Gummifisch. Das ist der Köder Nummer 1 auf der Ostsee. Und heute mit dabei ist Martin Liebetanz, freier Autor bei der Kutter und Küste, leidenschaftlicher Meeresangler, Teamangler bei Eisele. Und hallo Martin, schön, dass du dabei bist heute. Ja, moin Mats, ich freue mich. Danke, dass du mich eingeladen hast. Sehr, sehr gerne. Ich sagte schon vorweg, Pilger oder Gummifisch, das ist ja wirklich eine heikle Frage und die höre ich hier ja jeden Samstag, wenn ich hier meine Kunden empfange. Mats, wie fischst du, was empfiehlst du, Pilger oder Gummifisch? Meine Antwort ist immer sofort Gummifisch. Ich habe ja so mitbekommen, dass du so ein Pilger-Experte bist. Wie ist deine Erfahrung oder wie ist deine Meinung dazu? Also ich habe da eine klare Meinung zu, Mats, aber ich unverschämterweise ignoriere ich jetzt deine Frage. Erstmal musste ich erstmal beglückwünschen zu diesem unglaublich guten Namen für deinen Podcast, Codcast. Ja. Es ist wirklich eine geniale Namensgebung. Ja. COD ist ja Dorsch auf Englisch, von daher ist das Wortspiel einfach perfekt und dass sich das auch noch reimt auf Podcast. Und man fängt natürlich auch sofort an, weiter zu grübeln. Und dann kommt man auf so Sachen wie God Bless You und ein Cod für alle Hammer, Fälle, die Fernsehserie unserer Jugend. Ja, genau. Und so. Also wirklich total inspirierend, ist wirklich ein super. Ja, dann kann ich nur sagen, Cod sei Dank, ne? Genau. Ja, genau, genau, Cod sei Dank, super. Ja, ja. Ja, Mats, also für mich stellt sich die Frage nach Pilger oder Gummi, also ich würde sie fast umformulieren, Andrift oder Abdrift, weil beide, bei dir ist das vielleicht ein bisschen anders in deiner Angelrealität, weil du einfach ein ausgewiesener Experte bist, aber normalerweise ist die Frage Andrift oder Abdrift. So ein Boot, wenn man das auf die Ostsee setzt oder eine Flaschenpost, das macht im Grunde gar keinen Unterschied, treibt ja einfach durch, vor allen Dingen durch Wind in fast allen Fällen. Ja. Und dann gibt es eben eine Seite, auf die das Boot zutreibt, das ist die Andriftseite, und eine Seite, von der das Boot wegtreibt, die Abdriftseite. Und auf beiden Seiten sind quasi zwei völlig anglerisch völlig unterschiedliche Welten. Und auf der Seite, auf die man zutreibt, ist meiner Meinung nach der Pilger absolut der beste Köder. Mhm. Und da angle ich auch fast immer, weil mir das Angeln total viel Spaß macht. Und auf der Seite, von der man wegtreibt, da ist der Gummi der beste Köder, da hat der Pilger absolute Nachteile. Von daher kommt es so ein bisschen drauf an, was man machen will und wie man anglerisch drauf ist. Aber das würde ich bei mir, meiner Erfahrung, genau fast andersrum meinen. Also ich fische ja mit dem Gummifisch grundsätzlich in der Andrift, weil ich ein totaler Fan bin vom Faulenzern, weil ich meine, dass die Fische beim Faulenzern, ich die direkter spüre, wenn die da richtig reintocken. Und wenn ich zum Beispiel jemanden mit habe, der nicht so die Erfahrung hat, den hänge ich dann Pilger ran, wahrscheinlich noch mit dem Beifänger, und den setze ich dann auf die Abdriftseite. Ja, okay. Nur so unterschiedlich die Auffassung davon, ja. Das stimmt, aber es ist nur auf den ersten Blick ein Widerspruch. Ja. Weil es ist halt so, auf der Abdriftseite ist der Vorteil, dass man exakt den Moment mitbekommt, an dem der Köder auf den Grund aufsetzt. Genau. Und das ist einfach der große Vorteil der Abdriftseite. Also man muss sich das so vorstellen, man wirft quasi mit dem Wind im Rücken, wirft man einen Pilger oder einen Gummifisch ganz weit weg vom Boot. Dann lässt man den Bügel auf, 3, 4, 5 Sekunden, bis er ein bisschen tiefer hat, dann klappt man den Bügel zu und dann sinkt der Köder an gespannter Schnur quasi runter. Und in dem Moment, wo der Köder am Grund auftrifft, treibt das Boot ja weiter auf den Köder zu und die Schnur fällt aufs Wasser. So, und das ist der Moment, wo der Köder dann eben angehoben werden muss. Jetzt erstmal völlig unabhängig davon, ob es ein Pilger ist oder ein Gummifisch ist. Genau. Wie so ein Sandaal, der unten im Sand landet und wieder nach oben schwimmt. Ja. Und dann in der Absinkphase kommen meistens die Bisse. Und da hast du vollkommen recht. Und das finde ich auch total faszinierend am Pilken, dass die Bisse so unterschiedlich sind. Ne? Mal hauen die richtig rein, mal ist das nur so ein leichtes Vibrieren in der Spitze, mal schwimmen die auch beim Biss auf dich zu und plötzlich ist die Spannung raus aus der Schnur, obwohl du den Grund eigentlich noch gar nicht erreicht haben kannst. Ja. Und man muss einfach extrem konzentriert sein, man muss extrem aufmerksam sein. Ja.
Und die Fische haken sich auch nicht selber. Also man ist anglerisch einfach total gefordert. Genau. Und das sage ich auch den Kunden immer, die das zum ersten Mal probieren. Und ich sage immer, sobald du anfängst in der Andrift zu fischen oder du anfängst zu faulenzern, wirst du ganz schnell merken, dass du anfängst, dich zu konzentrieren. Fischen. Also du denkst dich rein, du guckst auf die Schnur, wann macht die den Bogen, du konzentrierst dich auf den Köder, du stellst dir einfach vor, wie der Köder auf dem Fußboden hin und her springt, und das ist wirklich wichtig dabei, hast du recht, ja. Genau. Ja, absolut. Das sage ich auch immer, also Visualisierung, ne? Hört sich jetzt nach Esoterik und Räucherstäbchen an, ist es aber nicht. Man muss sich einfach vorstellen, was passiert da gerade mit dem Köder auf dem Grund. Genau. Und natürlich, im Hinterkopf kommt der Dorsch schon angeschwommen im Geiste. Ja. Und dadurch ist man einfach konzentrierter, und durch die Konzentration fängt man einfach mehr Fische. Also ich visualisiere eigentlich immer, was da unten gerade am Grund los ist mit meinem Köder. Was würdest du denn sagen dazu, wenn man sagt, manche Kunden kommen bei mir in den Hafen und sagen, heute haben wir besser eine Andrift Pilger gefangen und gestern haben wir nur auf Gummifisch gefangen. Ja. Glaubst du auch, dass das in der Ostsee unterschiedlich ist, ob ich jetzt hier vor Mommark auf Dorsch angel oder bei dir auf deiner Seite, dass das Futterangebot anders ist, dass das ein Unterschied also das macht? Das weiß ich nicht genau, ob das, also ich glaube, dass die Tage unterschiedlich sind. Ja. Es ist tatsächlich aus meiner Erfahrung so, dass es Tage gibt, da haben sich die Dorsche einfach auf Krebse eingeschossen. Ja, da fressen die Krebse am Grund und gucken nach unten. Ja. Das sind die Tage, wo die Gummifische definitiv besser fangen. Ja, und das habe ich jetzt fast zu 90% bei mir. Ah, okay. Wenn ich sie fange, die Dorsche, gucke ich ja gerne rein, was fressen die? Und die haben zu 90-95% Krebs im Magen. Und darum ist für mich so mein Favorit eben dieses langsame Gummifischangeln, Faulenzern in Grundnähe. So, darum glaube ich, dass bei uns jetzt vielleicht, und das ist meine Erfahrung in unserem Revier, der Gummifisch besser läuft vielleicht als ein Pilger. Vielleicht bilde ich mir das auch ein, weil ich immer nur mit dem Gummifisch fisch und nicht den Vergleich habe. Klar. Ich glaube, das könnte ein Grund sein, dass unser Nahrungsangebot hier vor Alz oder vor Mommark vielleicht zu 90% die Krebse sind. Ja, darum also das könnte durchaus sein, aber also man kann ja nur die Hypothese beweisen, die man aufstellt, und wenn man mit einer Rute fischt, dann ist das eben nur eine. Also es ist wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. Aber es kann schon sein, also dass das so ist, dass es bei euch mehr Krebse gibt als bei uns. Ja. Weiß ich aber nicht. Ja. Wenn wir regelmäßig zusammen angeln würden und ich immer Pilke und du immer mit Gummifisch angelst, dann würde sich das möglicherweise irgendwie relativieren. Ich angel oft in der Neustädter Bucht, da gibt es viele Sandaale und vor allen Dingen viele Heringe das ganze Jahr durch. Und also ich fische offen im Pilker und fangen die Fische oftmals nicht direkt über dem Grund, und dann spucken die eben Sandaale aus oder auch mal einen großen Hering. Ne? Ja. Also vielleicht gibt es auch Dorsche, die lieber Heringe fressen, und Dorsche lieber Krebse fressen, und je nachdem sozusagen, wie zielgerichtet man angelt, fängt man eben die einen oder die anderen. Aber es ist schon so, dass es manche Tage gibt, wo wirklich Gummi die Nase vorn hat, und andere Tage, wo der Pilker die Nase vorn hat. Das habe ich schon vielfach erlebt. Ja. Aber ich bleibe dann stur. Ich lasse immer Gummifisch dran, auch wenn Frauke neben mir steht und hat einen Pilker dran mit einem Beifänger und fängt. Da bleibe ich stur und fische den Gummifisch weiter, und am Ende des Tages klappt es dann auch irgendwie. Also ich denke auch, wie du schon sagst, das wird sich ausgleichen. Ja, und wenn du beim Faulenzern, also ein Gummifisch imitiert ja nicht nur einen Krebs, der imitiert ja erstmal alles, einen Krebs, einen kleinen Fisch und so weiter. Genau, wenn du beim Faulenzern einfach zwei Umdrehungen mehr kurbelst und der Gummifisch ein bisschen weiter als 50 Zentimeter vom Grund wegspringt, dann imitiert er ja vielleicht auch einen Hering oder einen Sandaal. Ja, genau. Was ich aber auch mit der Zeit festgestellt habe, oder was ich sehr oft mache, ist sehr, sehr langsam Faulenzern. Denn ich habe mal oft die Kamera davor geschaltet und habe das Ganze mal beobachtet, die Unterwasserkamera, und habe gemerkt, dass die Dorsche oft über eine lange, lange Strecke hinterher schwimmen, sich den Köder angucken, und beim Zuschnappen jigst du ihn gerade wieder ein bisschen an. Und somit habe ich immer sehr, sehr langsam gefaulenzert. Also vielleicht eine halbe Umdrehung warten, liegen lassen, nochmal eine Umdrehung. Und so läuft das bei uns sehr erfolgreich eigentlich. Vielleicht ist es auch... Ja, also das kenne ich aber auch. Ja. Das kenne ich auch. Das sind die bittersten Tage, ehrlich gesagt, für mich als Angler. Ich habe oft eine zweite tote Rute noch im Rutenhalter. Ja.
ziehe ich quasi hinterher. Also ich sage mal, die eigentliche Gummiseite ist ja die Abdriftseite, ja, und nicht die Seite, in die du angelst. Also ich sage jetzt mal so auf dem Kutter und 90% der Leute, die ein Boot haben, und das würde ich den Leuten auch empfehlen, die nicht so viel Erfahrung haben, erstmal auf der Abdriftseite mit dem Gummi anzufangen. Da wirfst du einfach einen Gummifisch über Bord. Also irgendein Gummiköder, ein Twister, ein Gummifisch. Auf Montagen können wir vielleicht gleich nochmal eingehen, was sich da wie empfiehlt. Und dann wird er einfach hinterm Boot hinterhergezogen. Und durch diese Paddle Tails bewegen die sich schon attraktiv. Genau. Das ist das klassische Gummifischangeln. Der läuft dann schon alleine in der Strömung. Genau. Und die Fische haken sich auch manchmal von alleine, eben weil das Boot ja wegtreibt und automatisch Zug auf den Köder kommt. Genau. Und dann habe ich eben manchmal eine tote Rute mit dabei, die stecke ich in Rutenhalter und pilke quasi vorwärts und den Gummifisch ziehe ich hinterher. Und dann ist das manchmal so, dass der Gummifisch mehr Fische fängt als der Pilker. Und ja, das ist für mich natürlich tödlich, weil das heißt eigentlich, dass ein Rutenhalter viel besser angeln kann als ich. Gute Erkenntnis, ja, genau. Was sagst du denn dazu? Ich bin ja der Meinung, dass wenn ich mit dem Pilker fische, dass ich sehr oft die kleineren Fische damit erwische. Beim Gummifisch angeln, du siehst ja auch oft meine Bilder, ich fange ja regelmäßig schönere Dorsche. Ja, du kannst aber auch daran, dass ich fotografieren, ne? Ja, genau, genau. Einfrieren und fotografieren, genau. Genau, genau, ja. Catch and Freeze heißt das übrigens. Ne? Ja, genau, genau. Das merke ich oft, wenn Frauke mit ist. Die hat eine viel höhere Frequenz beim Fangen, hat aber oft, sage ich mal, kleinere Wittlinge, kleinere Dorsche dran an den Pilkern. Und da bleibe ich dann auch stur und faulenze weiter. Und am Ende des Tages kommt dann mal der 70er oder 75er Dorsch. Hm. Und ich glaube auch, dass der Gummifisch bei den Faulenzern vielleicht den einzelnen größeren Dorsch so ein bisschen besser aus der Reserve lockt als einen kleinen vielleicht, die ja eher die kleinen Dorsche mehr zusammenstehen. Würdest du das auch so? Ja, also ich glaube im Endeffekt ja. Also wenn wir, vielleicht müssten wir nochmal klarstellen, wenn wir hier von Pilken reden und von Gummifischangeln, also die schwersten Pilker, die ich habe, sind eigentlich 35 Gramm. Ja. Und die kann man weit werfen an einer 10er oder 12er Schnur. Es ist sehr leichtes Fischen und sehr kleine Köder. Ne? Wir reden jetzt nicht hier über 100 Gramm Pilke ablassen und dann immer hoch und runter, sondern es sind wirklich weite Würfe in die Andrift mit ganz leichten Ködern an ganz leichten Geräten. Ne? Ja. Und es ist schon so, dass die Pilker noch kleiner sind als die Gummifische, die du fischst. Und dass es deswegen wahrscheinlich attraktiver ist für die kleinen Dorsche. Und vor allen Dingen ist das so, dass da ja ein Drilling ganz am Ende ist und nicht ein Einzelhaken irgendwo im vorderen Drittel. Und du verwertest einfach jeden Biss. Also ich glaube, dass du, dass die gleichen Fische sich für den Gummifisch und für den Pilker interessieren. Nur am Pilker bleibt jeder hängen. Und es gibt nun mal mehr kleinere Fische als größere. Deswegen ist das logisch, dass man irgendwie mehr kleinere fängt als große. Ja. Und bei dir beim Gummifisch werden die kleinen Dorsche sicher auch da sein, werden sich den angucken und mal am Schwänzchen nagen. Genau, oder ein bisschen. Aber die bleiben nicht hängen. Hängen bleibt dann dein großer. Ja. Und ich glaube, dass deswegen im Endeffekt du weniger Fische fängst, aber die größeren Fische fängst. Jeder für sich selber entscheiden, was sozusagen Geschmack ist, Frequenz. Oder nur mal ab und zu einen großen. Aber ich meine, so reine Lehre ist es ja auch nicht. Also man fängt mit dem Pilger auch große Fische und mit dem Gummifisch auch kleine und mal ist die Frequenz auf dem Gummifisch höher und mal auf dem Pilger höher. Man muss einfach probieren. Ne? Also es gilt ja für vieles. Man hat seinen Lieblingsköder, mit dem man anfängt. Aber ich war letztens gerade zum Beispiel unterwegs in der Neustädter Bucht und da war es am Anfang sonnig und danach war es bewölkt und ein war wie abgeschnitten. Man braucht einen völlig neuen Köder bei völlig neuen Lichtverhältnissen. Man muss auch immer so ein bisschen flexibel sein und reagieren. Ne? Ja, genau. Da wären wir auch, glaube ich, schon bei dem nächsten Thema. Farbe, Gummifisch, Pilker. Meinst du, das spielt eine große Rolle? Ich kann mich erinnern, als ich angefangen bin mit dem Gummifisch angeln, das ist hier schon, keine Ahnung, 20 Jahre her. Ich glaube, das war noch bevor es in den Angelzeitschriften war, habe ich schon mit Gummifisch auf der Ostsee rumgeflügt. Und man kennt das, man fährt los ein- oder zweimal im Jahr und deckt sich ein mit Gummifischen und kommt mit 150 Gummifischen nach Hause. Aber am Ende des Tages merkt man ganz schnell, man benutzt eigentlich nur 2, 3, vielleicht 4 Farben die Saison über.
siehst du das ähnlich oder hast du da Favoriten oder? Ja, also ich habe klare Favoriten. Erstmal wieder sozusagen, man fängt natürlich vor allen Dingen mit dem Kümmer, den man am längsten dran hat. Ja. Und ja, natürlich ist es so, dass man seine Favoriten hat, mit denen man immer wieder anfängt zu angeln und dann wechselt man immer wieder zur nächsten Farbe. Also man hat irgendwie immer wieder den gleichen Ablauf. Und es gibt Tage, an denen ist das relativ egal. Es gibt aber auch Tage, da spielen die Farben also wirklich eine ganz große Rolle. Ja. Was ich meistens mache, ist, ich fange mit also Orange, Japanrot fange ich an. Ja. Oder eben Motoröl. Das sind die Dinge, die ich zuerst probiere. Ne? Ja, das sind auch meine Farben. Also Orange-Braun ist mein Favorit, da fange ich immer mit an und da lande ich auch am Ende des Tages immer wieder. Genau. Motoröl, Glitter, so, das sind so die Standardfarben, die ich benutze. Und wie du schon richtig sagst, es gibt Tage, da ist denn wirklich völlig egal, was du dran hängst. Hm. Ich war gestern jetzt gerade erst draußen und habe mal in meine Boxen reingeleuchtet und ich habe festgestellt, dass ich eigentlich nur noch Gummifische in der Box habe, die UV-aktiv sind. Okay, ja, genau. Also das geht mir auch so. Meine sind auch alle UV-aktiv. Es ist ja kein Geheimnis. Ich bin im Eisele-Team und ich habe natürlich die Köder in der Kiste. Ja. Und da habe ich vor allen Dingen diese XL-Doppelgänger drin und die neuen Flexi-Gummifische und die sind alle UV-aktiv. Von daher sind die bei mir auch UV-aktiv. Mega UV-aktiv. Ja, genau. Richtig. Ja. Und das sind einfach, wie gesagt, es kommt auch immer so ein bisschen auf die Lichtverhältnisse an. Ich habe ja gerade gesagt, letzte Woche, da war ich mit meinem Schwiegervater unterwegs. Der ist jetzt kein Profi-Angler, den setze ich immer auf die Abdriftseite und mache ihm einen Gummifisch dran, dann wirft er aus und dann landet er unten am Grund und der wird ja immer hinterm Boot hinterhergezogen und so fischt der auch sehr erfolgreich. Das würde ich eben auch jedem empfehlen, wenn man jemanden dabei hat, der noch nicht so oft geangelt hat, den immer auf die Abdriftseite zu setzen. Und der hat am Anfang sozusagen habe ich eine lange Nase gemacht, weil er hat viele Fische gefangen. Mhm. Und zwar hat er mit dem Flexi-Gummifisch, der nach dir benannt ist, nach Mats Magic. Ach ja, der passt ja, genau. Gut, ja. Ja, genau. Der ist ja Motoröl Orange, mit dem hat er gefangen. Da hat er 3-4 Dorsche gehabt und ich glaube, ich hatte einen auf dem Pilker. Ja. Und dann irgendwann habe ich gewechselt auf einen orangenen XL-Doppelgänger, habe auch eine Abdrift gefischt. Mhm. Und da ist das von sonnig auf bewölkt gegangen, ja. Also plötzlich sind Wolken aufgezogen und es war so bezeichnend. Er hat keinen Fisch mehr gefangen und ich habe einen nach dem anderen gefangen. Ja. Also Lichtverhältnisse. Aber dann habt ihr auch eher flach gefischt, oder? Ja, klar. Also ich weiß nicht, wie tief du fischst, aber ich fische in den allermeisten Fällen irgendwo zwischen 7 und 10 Metern. Außer es ist jetzt wirklich richtig Hochsommer, dass die Fische wirklich im Extremtiefen sind, dann fische ich auch mal auf 15 oder auf 20 Meter. Aber diese übliche Dorschtiefe für mich ist immer zwischen 7 und 10 Meter. Und auch bei starker Drift komme ich da, wie gesagt, mit 35 Gramm Pilkern aus. Und bei den Gummifischen, also wenn ich mal 35 Gramm dran habe, dann ist das schon schwer. Ja, ich muss allerdings dazu sagen, dass ich immer einen Driftanker dabei habe. Okay. Ich fische eigentlich nie ohne Driftanker. Okay. Aus zwei Gründen, weil A, es verzögert die Drift, man treibt langsamer, man kann leichter fischen und es stellt das Boot einfach auch schön quer zur Strömung. Es gibt ja manche Boote, die über die Längsachse treiben. Ja, genau. Ja, und wenn du dann 3 Leute an Bord hast, dann hast du die Schnüre unterm Rumpf und Kuddelmuddel, also ein Treibanker. Ich nehme meinen Treibanker auch mit nach Norwegen und so, also nie ohne meinen Treibanker. Ja, genau. Also bei uns ist das hier von den Wassertiefen also wirklich sortiert nach Jahreszeit. Ne? Also jetzt zu der kalten Jahreszeit natürlich flach, so 5 bis 10 Meter. Du kannst sagen, dass sie so ab Mai dann wieder ein bisschen tiefer gehen, vielleicht auf 15 Meter. Und dass das bei uns eher sortiert ist. Also du musst schon ein bisschen suchen jetzt bei uns. Ne? Ich fische nicht immer in der gleichen Tiefe, sondern ich habe immer meine Jahreszeiten, wo ich denn da die Dorsche suche. Ja. Vom Gewicht her natürlich genauso wie du. Also von 17 Gramm Jigköpfe bis maximal 35 Gramm. Ja, würde ich auch genau. Sehen. Wichtig ist natürlich beim Köder, und das sage ich meinen Kunden auch immer, oder ich sehe das ja auch immer, wenn ich draußen bin und sehe ein Mietboot neben uns, die wechseln alle 2 Minuten ihren Köder. Nichts beißt, Köderwechsel und so weiter und so fort. Und ich meine, es ist wichtig, dass man einfach dran glaubt und einfach losangelt und von dem Köder überzeugt ist. Und dann wird man auch am Ende des Tages auch erfolgreich sein, das denke ich. Absolut, also wir hatten es ja vorhin gesagt, Konzentration spielt eine Rolle und wenn ich die ganze Zeit am Zweifeln bin und am Rumdenken, welche Farbe ich ranmachen kann, statt mich auf den Köder zu konzentrieren, dann fange ich natürlich auch schlecht an. Ne? Ja, genau. Was aber auch eine Rolle spielt, ist Montagen. Ja. Also gerade, wenn jetzt jemand nicht so erfahren ist,
mit Montagen. Also ich fahre oft auch mit meinen Kindern angeln. Ich habe Zwillinge, die sind 9 Jahre, die sind begeistert mit mir auf dem Boot und die setze ich Ja, cool. natürlich immer auf die Abdriftseite Ja. und den mache ich keinen Gummifisch ran, weil beim Gummifisch ist das so, das Köder und Gewicht sind ja an derselben Stelle quasi durch den Ja. Kickkopf und das Gummi und dann schlittert der Gummifisch, wenn man ihn nicht ordentlich führt und Neunjährige führen ihn nicht immer ordentlich, Das dann schlittert im schlittert der Kraut. über den Grund und dann Ja. sammelt der Kraut auf, gerade in der wärmeren Jahreszeit. Ja. Und dann fangen die natürlich nichts. Deswegen mache ich da ein klassisches, wo hieß das Beifängersystem, heute heißt das ja Dropshot, ne? Also, aber im Grunde ist es immer noch das Gleiche. Unten kommt einfach ein Blei dran und ein bisschen weiter oberhalb mache ich einen Seitenarm mit einem kleinen Twister. Dann ist nämlich das Gewicht am Grund und kann kein Kraut einsammeln Ja, und der genau. Köder mit dem Haken ist ein bisschen über dem Grund und sammelt auch kein Kraut ein und fängt auch Fische. Ja. Und für Anfänger ist das einfach die beste Montage, so ein Beifängersystem. Ja, das habe ich ja auch oft, wenn ich Gäste an Bord habe oder Besuch habe, mein Neffen, der nicht so oft angelt, mache ich das genauso, wie du das sagst. Der kriegt vielleicht noch einen Pilger dran, dann nehme ich den Drilling unten ab, mache einen Beifänger davor. Und das ist wirklich zum Start oder für Anfänger wirklich, ich glaube, das mit das Beste. Und dann kann man Ja, sich ein bisschen absolut. reinfuchsen und vielleicht auch mal eine andere fischen mit ein bisschen werfen. Und Genau. genau, so machen wir das auch. Ja. Und die Fische fühlen sich natürlich auch mega groß an, wenn die dann einen dran haben und man zieht die hinterher, ist ja wie im Ja. Fluss gegen die Strömung, Ja, ne? Dann genau. denken die immer, die haben gleich einen Riesen dran. Und ein weiterer positiver Aspekt ist eben, dass die auch eine größere Fischpalette fangen mit den kleinen Beifängern. Richtig, Also genau. jetzt im Frühjahr zum Beispiel, es sind ja zurzeit einige Seelachse in der Ostsee. Ja. Meine Söhne haben immer Seelachse gefangen, ich habe nie welche gefangen. Ja. Einfach weil die mit den kleinen Twistern, ich habe diese Wirbelwind-Twister, Ja. die auch nie kaputt gehen und so. Und da haben die einfach auch viele Seelachse gefangen oder haben im Sommer mal einen Wittling gefangen also bedeutet einfach auch Fischvielfalt, ne? Dann vielleicht nochmal ein Tipp für die Jungs, die dann das erste Mal auf die Ostsee kommen oder gerade für meine Kunden, das sehe ich ja auch oft. Die lesen zwar auf meiner Webseite oder gucken auf Facebook, oh, der fischt ja sehr leicht mit 20 Gramm, 30 Gramm Tickköpfen und Gummifischen von 8 bis 13 Zentimeter. Das kaufen die sich dann auch vor dem Urlaub. Aber alles, was dahinter kommt, Schnur, Vorfachschnur, Rute, Stationärrolle, da haben die noch was im Keller stehen, Norwegen-Ausrüstung. Also das ist natürlich auch wichtig für die, die auf die Ostsee rauffahren, dass ihr nicht nur den Köder wählt, leicht und einfach, sondern auch alles, was dahinter kommt. Also ich fische zum Beispiel mit einer dünnen geflochtenen 010er, 12er Schnur, mache dann natürlich am Ende eine Fluorocarbonfluor, eine 040er, Spinnrute mit einem Wurfgewicht von 60 Gramm und eine 3000er oder 4000er Stationärrolle. Es macht natürlich keinen Sinn, wenn ich einen leichten Köder habe und habe dahinter ein schweres Norwegengerät, wo ich gar nicht merke, dass der Gummifisch unten ist oder dass der Dorsch schon seit 2 Minuten dran hängt. Also das ist natürlich auch wichtig, wenn ihr hier auf die Ostsee kommt, dass ihr nicht nur die leichten Köder einpackt, sondern auch die Ausrüstung, was Klar. dahinter kommt, passen muss. Absolut richtig. Leichte Köder kommen nur dann runter, wenn die Schnur nicht zu viel Wasserwiderstand Genau, verursacht. Und also genau. 10er, 12er Schnur fische ich auch. Wenn ich mal eine Rolle mit 14er habe oder 16er funktioniert das immer noch, aber Ja. stärker als 16er darf es auf keinen Fall sein. 10er oder 12er ist auf jeden Fall richtig. Es gab ein Aha-Erlebnis, wo ich das eigentlich kapiert habe, wie dünn Schnur sein kann. Wenn du mal einfach deine Kombo nimmst, mit der du angeln gehst, Rute, Rolle und die Bremse so einstellst, dass du meinst, dass das gut ist. Und Ja. dann hängst du das mal an eine Kofferwaage und dann ziehst du mal dran. Ja. Da wirst du sehen, dass es ist natürlich ein bisschen unterschiedlich und Geschmackssache, aber die Bremseinstellung liegt irgendwo zwischen 600 Gramm und 1,5 Kilo. Mehr Bremseinstellung ist auf keinen Fall da. Niemand macht seine Rolle in der Ostsee weiter zu als 1,5 Kilo Bremsdruck. Also 1,5 ist schon tödlich. Ja. So, und dann brauchst du keine Schnur, die 30 oder 45 Kilo trägt. Nee, nee. Ja, weil so doll wirst du eh nie dran ziehen. Also Nee, eine nee, Zehner genau. Schnur wirst du nie durchreißen unter normalen Bedingungen. Nee. Und du hast Klar, ja man auch kann die. dann sagen, man nimmt es ein bisschen dicker wegen Ja. Abscheuern und so, Ja. und ist landet dann bei 12 oder bei 14. Aber das kann ich jedem empfehlen, einmal Bremseinstellung machen, so wie das sein soll, und dann mal an die Kofferwaage hängen. Ihr werdet euch wundern, wie wenig da auf dem Display steht. Und das sehe ich ja oft hier, dass die dann zu Anreisen einfach mit einem zu schweren Geschirr. Ne? Und dann ist es natürlich schwierig, leicht zu fischen auf der Ostsee. Ne? Und die leichten Köder fangen einfach besser. Sie sammeln weniger Kraut auf, sie sind langsamer unterwegs, sie Ja. sind vor allen Dingen viel schneller eingesogen. Ich meine, ein Dorsch, der muss schon richtig die Luke aufmachen und richtig Knast haben, um sich so einen 100-Gramm-Köder reinzusaugen.
So ein 20 Gramm Köder ist einfach viel schneller in der Luke verschwunden. Ja, genauso ist es mit der Schnurverbindung. Dann kommen, ich sehe oft diese Knotenlosverbinder, weißt du? Die Schnur verbinden mit der monophilen Schnur. Das ist für mich auch so eine Sache, die lasse ich komplett weg. Also ich verbinde die geflochtene immer direkt mit dem Knoten, mit der Fluorocarbon. Und man hat auch durch diesen Knotenlosverbinder auch, sage ich mal, viel Wasserwiderstand, was natürlich auch den Köder dann beeinflusst. Ne? Also wenn es ihr irgendwie könnt, dann würde ich das immer direkt verbinden. Ja, so würde ich das auch machen. Oder so mache ich das auch. Ich habe da auch nie einen Wirbel. Ich habe am Ende natürlich einen Wirbel, wo ich meine Köder einhake. Ja. Der ist bei mir auch wirklich klein. Und ansonsten verbinde ich das auch mit dem Knoten. Natürlich. Also alles, was irgendwie Wasserwiderstand bedeutet, muss weg. Ja, die große Frage, wo fahre ich hin? Das ist ja immer, wenn ich also so die ersten Male auf dem Meer bin, wo fahre ich hin, wo halte ich an? Ich glaube, du hast ja GPS-Punkte bei dir auf deinen Plottern, die auf dem Boot sind. Genau, also wenn meine Kunden hier anreisen, die schicke ich ja nicht ins Leere, sondern die kriegen von mir natürlich erstmal eine ausführliche Anweisung ins Boot. Und da ich ja, keine Ahnung, 150 Mal im Jahr selber draußen bin, weiß ich natürlich ganz genau, wo was geht und wo nicht geht. Und die Punkte habe ich eingespeichert auf den Plottern von den Mietbooten. Und das sind auch 1:1 die Spots, die ich auch fische. Also wer dann hier bei uns kommt, ist nicht auf sich alleine verlassen, sondern werden die schon richtig gut unterstützt. Aber was würdest du meinen, wenn man sich ein eigenes Boot kauft? Man fährt selber raus und versucht, sich Spots zu erarbeiten. Hast du da irgendwie eine Taktik, was du vorgehen würdest, oder? Ja, also ich meine, das mache ich heute noch ganz oft, gerade wenn ich jetzt ein paar Wochen mal nicht angeln war und nicht genau weiß, was wo geht und so weiter, fange ich eigentlich ganz oft mit Schleppen an. Ja, ich hänge einfach, am einfachsten ist das mit zwei Schwimmwobblern, die kann man einfach rauslassen, Bügel auf, losfahren, die schwimmen oben an der Wasseroberfläche, bis ich den Bügel zumache und dann tauchen die ab. Da gibt es zum Beispiel von Rapala die Deep Tail Dancer oder aber auch andere Modelle von Mans oder alles Mögliche. Und dann fahre ich mit denen erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde Richtung der Spots, die ich so kenne. Und dann gucke ich mal, wo Dorsche einsteigen. Also quasi dieses Schleppfischen sozusagen als Fischfinder. Genau. Um zu gucken, wo die Fische sind. Und wenn ich dann merke, oh ja, hier hatte ich ein oder zwei oder drei Dorsche, dann fange ich da dann auch an, stationär zu angeln, beziehungsweise stationär eben mit Driften. Ja, genau. Dann fischst du die Plätze ab, da wo du die ersten bekommen hast und arbeitest dir damit eigentlich deine Spots. Ja, und die Wobbler müssen auch nicht unbedingt in Grundnähe sein. Also ich habe das schon ganz oft gehabt, dass auf 15 Meter Wasser Wobbler, die 6-7 Meter tief laufen, Dorsche gefangen haben. Also die kommen auch nach oben, wenn die sehen. Ja, ja. Du hattest ja jetzt ja den schönen Bericht drin in der Kodanküste über dieses Abschleppen im Paravan und mit Wobblern. Das habe ich natürlich gleich probiert. Ja, okay. Liefen, ich habe geschleppt, glaube ich, auf der 10 Meter Wasserlinie. Mhm. Die Köder liefen, ich meine, so bei 5, 6 Meter Wassertiefe. Welchen Paravan hattest du da dran? Das war der Wuttke-Paravan, 25 Gramm. 25 Gramm? Ja, die laufen dann eher noch flacher, so 3, 4 Meter würde ich sagen. Ja, genau. Was ich damit sagen will, die Dorsche waren vollgefressen mit Krabben, also die waren unter dem Fußboden und haben dann vom Grund aus nach oben geschossen und haben sich die Wobbler geholt. Ne? Und das war natürlich richtig geil. Ist auch und so wie du es auch gesagt hast, ich habe erst ein bisschen abgeschleppt und jetzt war ich zum Beispiel gestern wieder draußen und war an den Spots und habe dann gefaulenzert auf den Plätzen und habe dann da auch die Dorsche bekommen. Das ist auch wirklich eine gute Taktik, ja. Und die Schleppen auf Dorsch ist vielleicht auch nochmal ein Thema für sich oder auf Meerforelle. Absolut, können wir vielleicht auch nochmal drüber quatschen. Ja. Aber das bringt total Spaß, wenn da so ein 70er Dorsch in so einen Wobbler einschlägt. Ne? Und man glaubt es ja nicht, man denkt immer, man muss in Grundnähe schleppen, aber nein, die schießen da wirklich nach oben. Gerade jetzt mit dem Backlimit habe ich das ganz häufig erlebt, dass, also da hatte man seine 5 Dorsche, waren es ja im ersten Jahr, im letzten Jahr 7, haben wir gedacht, so jetzt noch eine Meerforelle. Und da bin ich auf 12, 13 Meter Wasser gefahren, habe die Köder in 2 Meter Tiefe laufen lassen und habe trotzdem noch Dorsche gefangen. Also die kommen wirklich Wahnsinn. Nach oben. Ja, das denkt man so gar nicht. Ne? Die Leute denken, die hängen immer alle auf dem Fußboden rum, aber ist dann nicht so, gerade zu der kalten Jahreszeit. Ja, aber das Thema Schleppen ist, glaube ich, ein Thema für sich und da bist du ja auch ein Spezi, was das Schleppen auf Meerforellen angeht. Ich glaube, Martin, da machen wir nochmal eine eigene Folge, wo es denn darum geht, Schleppen auf der Ostsee. Genau. Also da können wir gerne machen, habe ich super Lust drauf. Ich gehe total gerne schleppen. Ich muss dich aber korrigieren. Also ich bin jetzt kein Trolling-Profi. Mhm. Ich habe kein Trolling-Boot, ich habe keine Trolling-Ausrüstung. Ja. Ich glaube aber daran, dass man mit normaler Ausrüstung, mit einer Handvoll extra Sachen auch erfolgreich auf Meerforelle schleppen kann. Aber also es gibt natürlich Trolling-Experten, die das viel, viel besser können.
als ich und das spezialisiert machen, mit denen würde ich mich niemals messen. Bei mir ist das eher so Trolling für Landratten. Ja, und da schrecken ja auch vielleicht viele zurück, die dann hören, oh Gott, Schleppen, jetzt brauche ich einen Downrigger, jetzt brauche ich dies, jetzt brauche ich das. Ja. Aber das, was du machst oder vorgestellt hast in der Kodan-Küste, das wäre auch total interessant für die Angeltouristen, die hier kommen, weil es ist wirklich ganz einfach. Du brauchst ja nur zwei Rutenständer hinten, Bobline, Woodgate-Karawan und dann kannst du losschleppen. Also das ist wirklich absolut interessant. Und da machen wir, glaube ich, nochmal eine Abschlepper-Spezialfolge draus. Ja, alles klar. Okay, ja. Gut, das können wir gerne machen. Super. Ja, Martin, dann haben wir eigentlich schon richtig viel besprochen und ich denke, das war interessant für alle, die zuhören. Und ja, hast du noch irgendwas? Nein. Nee, vielleicht, also ich meine, wir haben ja gestern, haben wir uns schon schlapp gelacht, ne, mit allen Sachen, die uns zum Cod eingefallen sind. Cod bless you und ja. Cod sei Dank und was wir nicht alles hatten, ein Cod für alle Fälle. Ja. Ich weiß nicht, wenn die Leute zuhören, ich wette, die haben noch tausend andere Gedanken. Also wenn ihr das in die Kommentarfunktion mal reinschreiben würdet, was euch noch zum Cod Red ja. und alles gibt, noch reinschreiben würdet, das wäre bestimmt lustig und dann können wir mal zusammen ein bisschen. Schreibt das einfach in die Kommentare oder gleich am Abspann kommt ihr nochmal ein Auto. Da ist auch noch meine WhatsApp-Nummer oder meine E-Mail. Da könnt ihr uns gerne nochmal eine E-Mail schreiben für Fragen oder Anregungen, die ihr habt zu unserem Podcast. Und dann werden wir nochmal genauer drauf eingehen. Ja, okay, super. Ja, Martin, das war die erste Folge Pilger oder Gummifisch. Und in der nächsten Folge geht es dann mit Malte von Island Pro Fishing um das Angeln vor Island. Das wird bestimmt auch super interessant. Wow. Ja, glaube ich gerne. Da war ich noch nie. Da höre ich auf jeden Fall zu. Ja, super. Ja, Martin, vielen Dank für deine Zeit. Wir sehen uns demnächst gerne. Wahrscheinlich wieder. Und ja, mach's gut und God bless you. Ja, alles klar. Danke dir, Mats. Okay. Bis denn. Jo, tschüss, tschüss. Ciao. So, Angelfreunde, das war's mal wieder. Das war die aktuelle Folge von unserem Codcast, der Meeresangler-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da. Oder abonniert unseren Podcast. Oder wenn ihr Fragen habt zu unserem Podcast oder sogar vielleicht interessante Themen, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an mats@momag-charterboot.dk oder noch einfacher per WhatsApp an 0045 24 48 0071. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße von der Ostsee, euer Mats Kort.